Prometheus, die Leiden des jungen Werther, Iphigenia auf Tauris oder Faust. Wer kennt diese Werke nicht? Jedem von uns sind sie bekannt und jeder kennt den Verfasser dieser Werke. Die Rede ist selbstverständlich von Goethe. Heute möchten wir einige Einzelheiten aus seinem schöpferischen Leben besprechen. Los geht's! Johann Wolfgang Goethe wurde am 28. August 1749 in Frankfurt am Main